Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gesprächsgast war 13 Jahre lang in einer Bank tätig, mit Stationen unter anderem bei der Investmentbank JP Morgan oder auch bei der Commerzbank. Vor rund 12 Jahren hat er seinen Berufsweg grundlegend verändert. Heute ist er Bäcker- und Konditormeister, internationaler Meister, engagiert bei Handwerker ohne Grenzen. Aktuell ist er selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Bäckerei, Konditorei. Unter anderem ist er Produktionsleiter der Solar Bakery. Über all das sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Daniel Petrocelli. Hallo Peter. Hallo Daniel. Ja, müssen wir gleich mal einsteigen. Ne? Erst Banker und dann ins Handwerk. Was war da jetzt der Ausschlag dafür, dass du nach 13 Jahren Bank den Beruf gewechselt hast und ins Bäcker- und Konditorenhandwerk eingestiegen bist? Ja, also in die Bank bin ich selber auch so ein bisschen über einen Freund gerutscht. Ich wusste noch nicht nach der Schule, wo ich mich tatsächlich bewerben sollte. Er selber hatte schon eine Stelle bei einer Bank ergattert, hat auch gesagt, ah ja, komm, bewerb dich. Ja, dann hat's geklappt, habe meine Ausbildung gemacht, hat eigentlich Spaß daran und ja, danach natürlich auch bei anderen Banken beworben und so bin ich dann bei Dresdner Kleinwort gelandet und ja, die Arbeit hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und dann aber im Zuge der Umstrukturierung und der Übernahme der Commerzbank, ja, habe ich den Entschluss gefasst, nochmal was anderes zu lernen. War soweit vogelfrei und habe mich dann fürs Bäckerhandwerk entschieden. Da reden wir gleich mal darüber, was da ausschlaggebend war, denn da war noch eine Reise, glaube ich, dazwischen. Wir bleiben mal kurz nochmal bei der Bank. Ja, also gucken wir mal, was du da genau gemacht hast. Bei der Bank, das waren jetzt gerade, es sind ja Namen, sind ja Investmentbanken dabei. Was war da genau so deine Aufgabe? Also ganz grob, ganz kurz. Ja, angefangen, sage ich mal, habe ich in der Abwicklung. Das heißt, wenn der Handel, das Front Office, ein Geschäft getätigt hat, dann sind die, ja, ist das Geschäft bei uns gelandet. Wir haben dann die Zahlungen abgewickelt. Wir haben die Kondition mit dem Kunden oder mit der Gegenpartei abgestimmt. Ja, haben dann auch geguckt, dass das Geld angekommen ist. Also sind halt die ganzen Prozesse durchgegangen. Kunden, Stammdatenpflege. Ja, und dann nach ein paar Jahren habe ich gewechselt in die Handelsbesicherung. Ja, jedes Geschäft unterliegt ja einem Risiko und damit das Risiko ja soweit abgesichert ist, haben wir dann halt die Sicherheiten eingefordert, beziehungsweise wir mussten natürlich auch Sicherheiten liefern. Und ja, das war meine Tätigkeit in der Bank. Hat super viel Spaß gemacht, aber dann ja mit der neuen Bank, also mit der Commerzbank und Kollegen sind weggegangen, da war das alles nicht mehr so, hat nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich die Aufhebung, das Aufhebungsangebot angenommen und habe gesagt, jetzt denkst du mal nach. Denk ich mal nach was und du machst. Genau. Und da bist du erstmal eine Reise gemacht, oder? Und bist weit weggefahren, wo ging es hin? Genau, ich war 6 Monate in Australien unterwegs, habe Freunde besucht, hat mir dort ein kleines Buschen gekauft, habe so, sag ich mal, den Süden Australiens bereist, von Sydney bis nach Perth. Und dann habe ich, ja, man kann ja nicht immer nur reisen. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du machen? Habe ein bisschen im Internet recherchiert. Durch meinen Vater, sag ich mal, bin ich auch ein bisschen so durchs Handwerk geprägt. Und habe geguckt, was macht mir Spaß. Dachdecker, ja, habe Angst vor Höhe. Elektriker kam auch nicht in Frage. So viel Angst vor dem Strom. Und dann bin ich auf den Bäcker gestoßen. Ja, und habe mir eine Stelle dann gesucht in Darmstadt. Und ja, habe mit 30 nochmal eine Ausbildung gemacht. Aber als Handwerk, Bäcker. Handwerk war irgendwie klar. Handwerk war, ja, hat sich rauskristallisiert auf deiner Reise in Australien. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, du fährst da so über Land und bist da und genießt deinen Urlaub und dann gehen dir die Ideen durch den Kopf und dann war es aber irgendwie klar, Handwerk. Warum Handwerk? Ja, also mein Vater ist Schreiner. Man hat als Kind immer irgendwie in der Werkstatt geholfen. Ich fand das toll, dass er eigentlich immer irgendwie was gebaut hat. Auch so der Geruch vom Holz war schön. Aber irgendwie ist das, sag ich mal, in den Hintergrund gerückt. Und dann, sag ich mal, man ist ja immer getrieben im Leben. Und in den 6 Monaten, wo man einfach Zeit hatte, über alles Mögliche nachzudenken, ich kann jetzt keinen Moment bestimmen, aber irgendwie ist das in mir gewachsen, dass ich einfach mal was anderes machen möchte. Ich bin immer nach Frankfurt gependelt, immer mit Anzug schön getragen.
Und keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch davon genug. Aber ich hatte diese 3 Wochen Praktikum gemacht und habe mich eigentlich direkt ins Handwerk verliebt. Also das hat so viel Spaß gemacht, obwohl es eine riesige Umstellung war. Natürlich auch finanziell, aber auch Wochenende arbeiten, nachts arbeiten. Ja, aber ich bereue es nicht. Also du bist eingestiegen und hast da Freude dran gefunden. Was hat's ausgemacht? Was, du hast schon gesagt, Geruch ist so eine Sache. Was macht's aus? Was, warum sagst du, ja, das ist genau der richtige Weg? Oh, was hat mich begeistert? Also erstmal sage ich mal, die Kollegen super freundlich, haben sich um mich gekümmert. Ich glaube, viele haben sich natürlich auch gefragt, warum ich das mache. Aber wenn man dann, klar, am Anfang Bleche putzen, die Sachen holen, schleppen, sage ich mal, man war der Hansel für alles. Aber dann später, als man dann selber mal am Tisch stand, man hat seinen ersten Teig geknetet. Man hat, sag ich mal, die Handgriffe erlernt. Irgendwann war man am Ofen. Das war immer irgendwie, man hat mehr und mehr dazugelernt. Man hat auch gesehen, die Sachen werden gekauft, die man produziert. Die schmecken den Leuten. Das habe ich dann vor allem auch bei anderen Bäckern, wo ich dann gearbeitet habe, natürlich noch mal viel besser mitbekommen und realisiert. Und ja, das ist einfach schön. Aber trotzdem bist du dann von da doch noch mal kurz in die Bankenwelt. Ja, weil ich für mich klar machen musste, ist es das. Also man hat ja nicht immer die Gelegenheit, sowas zu machen. Und wenn ich den Weg einschlagen möchte, dann quasi mit ganzem Herzen. Und da habe ich mich nochmal entschlossen, nochmal in die Bank zu gehen, was natürlich auch wieder Spaß gemacht hat. Man hat mir auch noch mal eine Einstellung angeboten, aber ich habe es dann ausgeschlagen und habe dann gesagt, nee, es Zurück. ist das Backen. Und Es ist zurück das und auch wieder Backen, in den genau. Lehrbetrieb zurück, oder? Genau, ich bin dann erst wieder in den Lehrbetrieb zurück. Also der Herr Hofmann, der hat mich da die ganze Zeit unterstützt, auch während des Meisters und so, hat auch noch mal mit mir gelernt, Tipps gegeben. Und ja, Und ab da war es und klar. Jetzt. genau, ab da war es klar, jetzt bin ich Bäcker. Und Konditor. Und Konditor, genau, den Konditor habe ich dann später gemacht. Das war dann, während ich in Speyer gearbeitet habe, bei Brotpuristen, beim Sebastian Deuvel. Auch großen Dank an ihn. Er selber ist auch Quereinsteiger, hat im Controlling gearbeitet beim Energieversorger. Wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt und er hat dann noch einen ja, Backstubenleiter gesucht und dann hat er gemeint, ja, komm noch zu mir. Und das war tolle Zeit, auch viel gelernt, auch was die Verantwortung anging. Ja, ist gestiegen. Und dann, ja, so wissbegierig wie ich war, habe ich mich entschlossen, parallel den Konditormeister zu machen. Auch wieder neue Leute kennengelernt, neue Produkte. Also einfach toll. Ich habe Also, ja. in der ganzen Zeit so viele Leute kennengelernt und Tätigkeiten Und die Welt auch, da und kommen wir die gleich Welt, noch drauf. Genau. genau. Also Bäckermeister, Konditormeister hast du gemacht. Du warst in der Zeit eben auch immer wieder im Ausland. Am Anfang war ein Praktikum in Italien, ne? Da hast du ja schon Genau. mal mit der Branche ja Kontakt gehabt. Dann warst du auch mal in Paris. Das lief aber über die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks auch, oder als du dann dort warst. Wie war das? Wie kam es zustande, dass du in Paris auch mal eine Zeit lang sein konntest und da in einer Boulangerie oder Patisserie gearbeitet hast? Genau, also die Sache ist ja, da ich ja wirklich erst spät meine Ausbildung gemacht habe, war mir schon immer klar, dass ich nie so der Superbäcker sein werde wie Leute, die das natürlich schon in jungen Jahren, sag ich mal, von der Pike auf gelernt haben. Und da habe ich gesagt, dann machst du halt Seminare, guckst du, dass du dir irgendwie die Sachen anderweitig aneignest. Und ja, die Bäckerakademie in Weinheim, die hat halt super Kursangebote. Und da war ich dann in dem Kurs für französische Backkunst. Und das waren dann ja, Unterricht in Weinheim und dann auch mit einem Praktikumsplatz in einer Bäckerei, Boulangerie in Frankreich.
Und ich war in Noch. Paris und da habe ich dann 2 Wochen gearbeitet. War ein bisschen schwer mit der Verständigung, aber das ist auch wiederum das Schöne am Handwerk. Sag ich mal, wenn so gewisse Grundbegriffe klar sind, die Abläufe stimmen, dann kann man viel mit Händen und Füßen sich verständigen und einfach auch beobachten. Und es war einfach auch top, weil die dann doch nochmal anders backen als in Deutschland. Und war schön. Also, ja. Hast du da irgendein ein Lieblingsstück, ein Lieblingsprodukt mitgebracht, wo du sagst, oh, das, ja, das mache ich in Deutschland dann auch später? Oder das kann man nur da essen? Ja, das waren so Chouguettes. Das sind so Brandmasse mit so Hagelzucker oben drauf. Relativ einfach eigentlich, auch optisch jetzt nicht irgendwie so, dass das groß herausstecht, aber da kann man schon einiges naschen von. Nee, also war gut. Und natürlich das Brot, auch die Vielfalt und ja, einfach auch, wie die mit den Rohstoffen umgehen. War doch nochmal was anderes, als Wie wie ich's unterscheidet sich gelernt habe. das? Das kann man sich jetzt als Laie gar nicht recht vorstellen. Ich sag mal so, man hat natürlich irgendwie Mehle aus der Region oder man bezieht das Mehl von einem Großhändler und so. Und dort war das halt, dass das Mehl, man hatte dann irgendwie eine Mühle, die kommt aus der und der Region. Und die Region ist dann wiederum bekannt für ihr Mehl, weil das wiederum die Eigenschaften hat, sich so beim Backen verhält. Auch die Farbe der Krumme ist dann wiederum eine ganz andere, als wenn du das Weizenmehl aus einer anderen Region nimmst. Und das lernt man auch dann so nicht in der Schule. Der Betrieb oder die Kollegen vermitteln es auch nicht unbedingt. Und das war auch einfach sehr interessant, das dann zu lernen. Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass ein Croissant in Paris anders schmeckt als vielleicht, wenn man es hier isst. Das hat dann einen Grund. Das kann unter anderem natürlich am Mehl liegen, aber natürlich kann es auch einfach an der Situation liegen. Aber du könntest es nachmachen hier sozusagen. Also du weißt genau, wie es geht. Und wenn ich sage, ich hätte genau so ein Croissant, wie du es in Paris gegessen hast, kannst du es hier sofort nachproduzieren. Vielleicht Könntest nicht du. unbedingt gleich am Anfang, aber mit Sicherheit kann man es produzieren. Nee, also die Mehle bekommt man inzwischen natürlich auch hier in Deutschland. Also das ist nicht das Thema. Man bekommt die Butter, der Rest liegt dann am Bäcker. Ja, Ja. spannend, spannendes Thema. Italien, hast du auch irgendwas mitgebracht, oder wo du sagst, boah, das war aber richtig gut da, was von den Genau, Produkten eigentlich war? Italien, sag ich mal, waren jetzt die Produkte gar nicht so ausschlaggebend, aber da war, sag ich mal, so das Arbeiten. Das war super toll. Mein Vater ist ja Italiener, da war das, sag ich mal, wieder back to the roots. Und einfach die Arbeitsatmosphäre war schön. Auch so in Deutschland hatte ich immer so das Gefühl, die Kunden sind so gehetzt und dann wiederum in Italien waren die alle relativ entspannt, wenn die ihr Brötchen frisch belegt bekommen haben mit irgendwie leckerer Mortadella und Käse und allem. Und dort, sage ich mal, hat man auch wieder Produkte kennengelernt, wo ich dann später festgestellt habe, die heißen einfach nur anders. Aber das war noch während der Ausbildung. Da war das alles noch neu für mich. Ja, in Italien heißt es Crostata, in Österreich ist es, sag ich mal, die Linzer Torte. Ja, und bei uns ist es der Mürbeteig. Also daher, ja, Und aber war auch schön. wie ist es in Australien? Da bist du 2015 ja auch noch mal hin. Da warst du auch noch mal in der German Bakery. Genau, dort war es einfach wirklich, mal wieder nach Australien zu kommen. Da hatte ich halt die Möglichkeit, ja, in eine deutsche Bäckerei zu kommen. Das hat super viel Spaß gemacht. Da ging es eigentlich wirklich nur ums Arbeiten. Da war das jetzt von den Produkten her nichts irgendwie Außergewöhnliches. Da war es einfach nur, sage ich mal, dass man die Möglichkeit hatte, nach dem Arbeiten an den Strand zu gehen. Ja, also Ja. internationale Erfahrungen gesammelt Ja. und dann, ja, hast schon vorhin schon mal angedeutet, du warst dann in anderen Unternehmen, in anderen Bäckereien, beziehungsweise sind ja besondere Konzepte, glaube ich, die Brotpuristen und Zeit für Brot. Vielleicht erzählst du ein bisschen nochmals über die Konzepte, die dahinter stehen. Genau, also die Brotpuristen, ja, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Brot. Der Sebastian hat auch klar gesagt, für ihn steht die Qualität im Vordergrund. Das heißt, er hat das Sortiment so weit beschränkt, dass er einfach bei all den Produkten, die er am Tag verkauft, die Qualität hochhalten kann.
Das heißt, wir haben am Tag vier verschiedene Brote gebacken. Immer so ein bisschen im Wechsel, also Roggenbrot und Baguette gab es jeden Tag und dann gab es immer Nussbrot dazu oder ein Vollkornbrot. Inzwischen hat er das ein bisschen erweitert, aber er ist an sich seiner Linie treu geblieben, hat auch nur dienstags bis freitags geöffnet. Montag war immer ein Tag, wo wir angefangen haben, die ganzen Rohstoffe zu präparieren. Wir haben die Saaten geröstet, die Nüsse geröstet. Wir haben angefangen, den Sauerteig anzusetzen. Kleiner, feiner Laden, inzwischen nicht mehr so klein, aber Top-Qualität. Und ja, da war ich 2 Jahre und danach bin ich nach Frankfurt zurück zu Zeit für Brot. Und da ist halt die Besonderheit, dass die wirklich auch in jedem Laden frisch backen. So dieses Front-Baking, da sage ich mal, war das natürlich einfach die Vielfalt der Produkte in, sage ich mal, den räumlichen Gegebenheiten das Besondere, weil wir innerstädtisch die Bäckereien hatten oder innerstädtisch sind die Bäckereien und dort natürlich dann die Mengen zu produzieren, ist auch schon eine Herausforderung. Und das war natürlich interessant zu sehen, auch die Kollegen, die schon länger da waren, welche Tricks die anwenden, einfach ja, den Tag durchzubringen und dabei natürlich auch die Qualität hochzuhalten. Und das Schöne war natürlich auch die Kunden, die konnten reingucken, wie wir die Sachen produzieren, waren natürlich jetzt vor Corona war das alles natürlich besser. Ja, und das war super toll. Also weil man einfach gesehen hat, die Kunden haben irgendwie reingerufen, dass es denen schmeckt, Daumen hoch und das macht schon Spaß. Also Ja. Bäcker und Konditormeister, Praxiserfahrungen, international reingeguckt in verschiedene Betriebe. Und ja, dann hast du dich irgendwann entschieden, du möchtest jetzt gern noch internationaler Meister werden, oder? Genau. Was Also heißt das, mich hat internationaler Meister? Das kannst du ja ein bisschen erklären. Das ist vielleicht nicht allen so bekannt. genau. Das ist, ich meine, jetzt inzwischen 4, 5 Jahre alt, ein neuer Lehrgang der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main. Ich glaube, das wird inzwischen auch noch woanders angeboten. Genau, da geht es darum, dass die Handwerker, also das betrifft alle Handwerksgruppen, nicht nur den Bäcker, Elektriker, Schreiner, Dachdecker, was auch immer. Und man wird quasi fit gemacht fürs Ausland. Also der Schwerpunkt liegt in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, man natürlich auch Afrika, aber auch Südamerika, Asien, aber Schwerpunkt ist schon Afrika. Da geht es natürlich darum, wie ist das Leben in Afrika? Wie sind die Sicherheitsverhältnisse in Afrika? Wie geht man mit den Leuten um? Es gibt ja auch viele islamisch geprägte Länder. Wie hat man sich dort zu verhalten? Englisch hatten wir nochmal. Inzwischen wird auch Französisch angeboten. Ich glaube auch Spanisch war, glaube ich, auch mal ein Gespräch, das weiß ich aber nicht ganz genau. Das heißt, diese ganzen Facetten, die auf einen zukommen können, werden halt in diesem Lehrgang unterrichtet, neben Außenwirtschaft, Projektmanagement, Angebote schreiben. Und ja, ich war bei dem Tag der offenen Tür, wo sie das vorgestellt haben, den Kurs, war sofort Feuer und Flamme. Und das Tolle ist halt, während des Lehrgangs ist man 2 Wochen in einem Auslandspraktikum. Ja, ich war in Gambia in einer Bäckerei, einer ansässigen NGO und es hat super viel Spaß gemacht. Also erstmal, man lernt selber sehr viel, auch als Meister, weil man einfach dort in andere Bedingungen versetzt wird. Also wir hatten sechs Etagenofen. Man durfte nur zwei benutzen, weil sonst der Strom ausfällt. Dann musste der Dieselgenerator angeschaltet werden. Man wusste nicht, welche Rohstoffe man am nächsten Tag zur Verfügung hatte, die klimatischen Bedingungen. Sprachlich war das dort nicht das Problem. Die sprechen Englisch. Die Leute auch super motiviert, super freundlich. Ja, und da hat es mich gepackt und da wollte ich mehr von. Ja, Ja. Handwerker ohne Grenzen das war schon jetzt dafür oder kam das denn erst später? Das kam erst später. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, jetzt erst vor eineinhalb Jahren hat Da das bist du wieder nach angefangen. Afrika, ne?
Genau, da bin ich wieder in Afrika, also Handwerker ohne Grenzen oder ich, oh Gott, wie heißt es im Französischen? Artisans sans frontières. Das ist eine Zusammenarbeit mit der französischen Handwerkskammer. Die haben jetzt auch diesen internationalen Meister angeboten. Und da ist das Ziel, ja, dieses Handwerkers ohne Grenzen, dieses Netzwerks, einen deutschen und einen französischen Handwerker als Tandem quasi nach Afrika zu schicken. Also wir haben jetzt angefangen, oder Handwerker ohne Grenzen hat angefangen mit Madagaskar, Togo, Senegal und Tunesien. Und ich war zweimal in Tunesien, um eine Sektoranalyse zu machen. Da ging es darum, wie ist das Bäckerhandwerk in Tunesien aufgestellt? Ja, in Tunesien gibt es keine Bäckerausbildung. Dort gibt es nur den Konditorausbildung, was vor allem daran liegt, dass die Mehlqualität dort sehr schlecht ist. Und ja, jetzt beim dritten Mal war ich dann mit meiner französischen Kollegin dort unten. Und dort haben wir dann die Fachlehrer von dem Konditorbereich soweit ausgebildet, ja, was wir halt zeigen konnten mit den Gegebenheiten im Bäckerhandwerk. Kannst du ein Und paar Beispiele nennen? Wie sah dann so ein Tag aus dort? ja, also wir haben erstmal, sag ich mal, Schulungsunterlagen ausgeteilt. Also wir haben Rezeptmappen erstellt, wir haben eine Mappe erstellt, wo man quasi dann Rohstoffkunde, Teigführung, Teigbereitung, wo auch verschiedene Knetersysteme, Spiralkneter, Hubkneter vorgestellt werden, verschiedene Ofentypen, Stickenofen, Etagenöfen. Was passiert, wenn man einen Teig über die Kühlung fährt? Wie ist die backtechnologische Wirkung von, keine Ahnung, Salz und Butter? All das haben wir quasi zusammengeschrieben. Ich glaube, es waren am Ende knapp 300 Seiten. Haben wir auch übersetzt. Das wurde natürlich auch ausgeteilt, damit die Leute auch danach noch was haben und auch damit die eine Grundlage haben, deren Schüler was zu zeigen. Ja, und wir sind dann eigentlich gleich bei denen in die ja, Konditorei gegangen und haben angefangen, sage ich mal, wie man einen Teig bereitet, worauf es ankommt, was passiert, wenn wir mehr Salz reingeben, was passiert, wenn wir länger kneten, was ist ein Kochstück, was ist ein Quellstück, wir haben Sauerteig angesetzt und ja, war super toll. Problem war halt, wir hatten keinen Bäckerofen, keinen Etagenofen, wo man keine Schwade hatte und da musste man sich dann auch helfen. Man hat dann irgendwie Wasser reingeschüttet in den Pizzaofen, um irgendwie Dampf zu erzeugen und das war natürlich dann auch wieder super spannend. Ich wollte gerade schon So. fragen, was war denn so Ja. die größte Herausforderung dabei? Ja, also das Mehl für mich als Bäcker war die größte Herausforderung und sage ich mal, der fehlende Bäckerofen, dieser Etagenofen. Ansonsten konnte man sich mit allem anderen behelfen irgendwie. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sehe ja schon, wie du erzählst, ganz strahlend. Beides, Gambia, Tunesien, du hast auch, glaube ich, selber die Worte verwendet, du hast Feuer gefangen. Was ist es? Also, was macht's aus? Was begeistert dich da so dran? Also ja, einfach die Vielfalt. Die Vielfalt, man produziert was, man kann unterrichten, man hat die Möglichkeit zu reisen. Also ich glaube, das ist auch was, wo ich wirklich sagen muss, da muss das Handwerk viel mehr Werbung machen, vor allem jetzt in der Situation, dass Fachkräfte fehlen. Ich wollte immer in der Bank irgendwie ins Ausland gehen. Wir hatten Studenten da, die waren irgendwie in Singapur, in New York, in London. Ich dachte mir, hey, da will ich auch hin, hab's nie geschafft. Klar, jetzt ist London, New York und Singapur sind keine Entwicklungsländer, aber die Möglichkeiten, die das Handwerk bietet, hätte ich nie gedacht. Und das ist einfach das, was mich begeistert. Und ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt, sowohl gute als auch nicht so gute, aber trotzdem, ich möchte die Erfahrung nicht missen. Und sind Freundschaften entstanden und ja, einfach toll. Handwerker ohne Grenzen, wer organisiert das? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da auch hin, muss man sich da wenden?
Ja, einfach googeln, Handwerker ohne Grenzen oder halt direkt bei der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main, Markus Eicher oder die Celine Wiebrecht einfach mal kontaktieren. Die können Infos geben, wann der neue Kurs beginnt, ob Projekte anstehen. Ja, und der Handwerker ohne Grenzen, meines Wissens muss man, glaube ich, beim internationalen Meister teilgenommen haben. Weiß ich aber nicht ganz genau. Da müsste man sich nochmal schlau machen. Also man muss einen Meister in dem jeweiligen Gewerk haben, das da benötigt wird. Das ist gewerksübergreifend, oder? Ja, aber selbst wenn man seinen Meister nicht hat, kann man am Kurs teilnehmen und dann ist man, glaube ich, Handwerker mit internationalem Know-how. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Titel ist, aber es ist nicht verpflichtend, Meister zu sein. Hat dann auch Chancen, ins Ausland zu kommen. Ja. Mich würde schon interessieren, ich habe ja gerade nach einer Herausforderung gefragt. Vielleicht hast du auch noch ein besonderes Erlebnis, von dem du berichten kannst. Du sagst, das war besonders toll oder besonders beeindruckend. Also was ich beeindruckend finde, ist, wenn man ins Ausland geht, man wird auf jeden Fall wieder geerdet. Man regt sich ja hier über gewisse Sachen auf, wenn, keine Ahnung, man hat keinen Internetempfang oder so. Und dort einfach zu sehen, wie die Leute ja mit der Situation vor Ort umgehen. Und auch einfach die Begeisterung und die Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird. Also das finde ich auf jeden Fall positiv. Was mir schwer gefallen ist, das muss ich sagen, das war dann schon in Tunesien einfach diese sprachliche Barriere, weil mein Französisch ist einfach nicht gut oder nicht vorhanden. Die ersten beiden Male bei den Sektoranalysen hatte ich jeweils einen Dolmetscher zur Verfügung gestellt bekommen, was schon gut war. Aber es geht halt dann doch vieles verloren, weil natürlich der Dolmetscher ist nicht vom Fach. Und dann mit dem Hin und Her übersetzen, Arabisch, Französisch, Deutsch, Englisch zum Teil, dann geht halt immer was verloren. Und dann jetzt auch beim Unterrichten, ich habe mich mit meiner Kollegin auf Englisch unterhalten, sie hat es dann im Französischen unterrichtet. Aber sage ich mal, wenn der Unterricht vorbei war, dann sage ich mal, diesen Smalltalk konnte man nicht halten. Und das war was, das hat mir nicht so gefallen, aber was mich wiederum jetzt motiviert, auch mich reinzuknien und die französische Sprache besser zu lernen. Das wäre auch dein Tipp für jeden, der sich jetzt da mit dem Gedanken gerade auseinandersetzt, da könnte ich mich auch bewerben oder drum bemühen, die Sprache lernen. Ja. Also ich denke, es ist einfach so, wenn du da reinfinden willst, einfach dich mit den Kollegen und Teilnehmern unterhalten willst oder wenn du auch mal einfach, du hast ja auch die Möglichkeit, dich rauszugehen, die Stadt, das Land zu erkunden. Es macht einfach Sinn, die Sprache zu können. Also das ist wirklich was, das kann ich jedem nur empfehlen, die Sprache zu lernen. Gibt es noch eine andere Empfehlung, die du geben würdest, wenn jemand jetzt gerade drüber nachdenkt? Eine andere Empfehlung. Mutig sein. Also einfach probieren. Also bei mir war es das Praktikum. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber der Gründer dieser NGO zum Beispiel, das war ein super Erlebnis. Der hat gesagt, ah ja, fährst du selber zur Backstube? Ich habe nicht die Möglichkeit, dich jedes Mal hinzufahren. Dann habe ich einen Jeep bekommen, bin dann zur Backstube gefahren. Ich meine, in Gambia, das war schon alles gut, aber trotzdem, man war ein bisschen nervös. Im Endeffekt hat es super Spaß gemacht. Ich hatte dann an meinen freien Tagen ein bisschen Gambia erkundet. Ist kein großes Land, aber man kann da mal auf jeden Fall dann eine Runde drehen. Und dann auch beim Duschen, das war eine Dusche unter dem freien Himmel. Da waren dann plötzlich irgendwie Affen da. Die haben dann irgendwie auch neben der Dusche gestanden. Also ich meine, das war schon lustig. Da sind Das ja hat die wirklich, das besonderen hat, Erlebnisse, Daniel. ja, also deswegen, Ja. und man sucht ja immer die Abenteuer und beim internationalen Meister kann man sie finden, wenn man will. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Klang auch gerade eben so, als wäre das nicht das letzte Mal gewesen, dass du mit Handwerker ohne Grenzen unterwegs bist oder zumindest in Afrika, das weiß ich, da hast du ja noch ein anderes Projekt, da reden wir gleich noch drüber, aber Genau. willst du es weitermachen, oder? Ja. Steht da schon was Also, Konkretes an demnächst? nee, also man hat jetzt, das ist natürlich auch immer die Handwerkskammer oder dieses Handwerker ohne Grenze ist natürlich auch abhängig von Geldgebern. Jetzt ist wohl die zweite Phase genehmigt worden.
Wir haben jetzt im Februar, meine ich, eine Abschlussveranstaltung, wo auch die ganzen Teilnehmer, also sowohl die französischen Teilnehmer als auch die Deutschen, wir kommen alle zusammen. Da trifft man sich, man tauscht sich aus. Und jetzt soll wohl auch, weil eine zweite Phase gestartet werden, dann wohl auch nicht nur mit frankophon geprägten Ländern in Afrika. Und dann mal gucken. Also die Sache ist halt natürlich jetzt als Bäcker. In dieser Entwicklungszusammenarbeit steht man, sage ich mal, ziemlich weit hinten an, weil natürlich, sage ich mal, Leute, der Tischler oder der Dachdecker, Elektriker, die müssen eher, sage ich mal, ihre Arbeit erledigen, bevor sie jemanden holen für Backwaren. Aber trotzdem, Möglichkeiten sind da. Ja. Ich habe gerade eben das ein anderes Projekt noch angesprochen, das Genau. auch ja in Richtung Afrika geht. Und vielleicht erzählst du ein bisschen. Ich sage nur das Stichwort Solar Bakery. Genau. Also ein Mitschüler vom internationalen Meister, der schon lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, der hatte im Oktober 2020 einen Kontakt hergestellt zwischen mir, dem Thorsten Schreiber von African Green Tech und dem Simon Zimmermann, dem Mitbegründer der Solar Bakery, beziehungsweise auch der Ideengeber der Solar Bakery. Die Solar Bakery ist quasi eine Firma, die Schiffscontainer umbaut zu solarbetriebenen Bäckereien. So mal grob gesprochen. Und da haben die halt noch einen Bäcker gesucht im Team. Und da kam man auf mich. Ja, und letztes Jahr, also im Jahreswechsel 21/22, da hatten wir unsere erste Crowdfunding-Kampagne. Da haben wir Gelder gesammelt, dann quasi die Ideen, die wir ausgearbeitet haben, in die Tat umzusetzen. Wir haben jetzt den Prototypen in Hainburg stehen. Das ist ein 45 High-Cube-Container mit so Extra-Räumen, die sich ausklappen lassen. Damit erweitern wir fast um das Doppelte die Produktionsfläche. Und ja, jetzt ist es bei uns natürlich in den deutschen Gefilden nicht komplett solarbetrieben, aber wir haben natürlich eine Solaranlage auf dem Dach, wir haben Bäckerei-Equipment drin und wir sind jetzt halt gerade dabei, die ganzen Rezepte zu testen, die wir uns ausgedacht haben, die Abläufe, weil natürlich durch die Solarenergie sind wir ja, ein bisschen eingeschränkt in unserer Tätigkeit und da zielt es natürlich alles auf schnelle, effiziente Abläufe ab und ja, jetzt beginnt im Mitte, Ende Februar die nächste Crowdfunding-Kampagne, wo wir dann bis zu 30 Container finanzieren wollen, die dann im Senegal die Grundlage fürs erste Filialnetz sein sollen. Und die Container sind alle solarbetrieben, natürlich mit Batterien, dass wir natürlich auch bei sonnenschwachen oder sonneneinstrahlungsschwachen Tagen den Betrieb aufrechterhalten können. Jetzt sind wir so noch am Zusammenstellen, welches Equipment kommt rein, Stickenofen, Etagenofen, wie groß soll der Kneter sein, was ist mit der Kühlung? Und ja, da bin ich für die Produktion zuständig, für die Abläufe, Planung. Jetzt auch schreibe ich schon die Unterlagen für die Ausbildung der Angestellten zusammen. Weil wir natürlich dann mit dem Container auch die Möglichkeit schaffen wollen, die Leute in Lohn und Brot zu bringen. Und ja, das Konzept ist für den globalen Süden ausgelegt. Also es wird nicht im Senegal bleiben und haben Anfragen eigentlich aus aller Welt. Also die Hauptidee ist im Endeffekt, wie du gerade sagtest, die Bevölkerung Lohn und Brot zu bringen. Genau. Oder werden damit auch echt Probleme gelöst? Weil vorhin hast du erzählt, ja, da ist da die Energieversorgung Genau, ausgefallen. ja, Wo Entschuldigung. sind die Hauptvorteile vielleicht nochmal? Genau, also das Pilotprojekt im Kongo, was der Simon damals gestartet hatte, das ging da heraus, dass quasi eine Schule finanziert werden musste. Und das wollte er mit einer Bäckerei erreichen. Die Bäckerei war auch schon in einem Container, aber ohne Ausklappräume und betrieben mit einem Dieselgenerator. Jetzt ist aber Diesel einmal teuer. Und er verschmutzt natürlich auch die Umwelt. Und da hat sich der Simon mit dem Thorsten Schreiber zusammengetan, der Gründer von African Green Tech, der quasi schon in Afrika tätig war
um das Land zu elektrifizieren, nur mit Solarcontainern. Und die haben quasi jetzt diese Solarbäckerei entwickelt. Und mich hat man dann dazu geholt für den Bäcker-Part. Und wir wollen einmal quasi, dass wir weg vom Diesel kommen. Wir wollen die Grundversorgung sichern. Wir wollen Leute in Jobs bringen. Und dadurch, dass die Leute natürlich dann bei uns Geld verdienen können, können die sich natürlich auch selber ihr Leben finanzieren und sind dann nicht vielleicht weiterhin von irgendwelchen externen Geldgebern oder anderen Bezuschussungen abhängig. Das ist unser Ziel. Wir haben aber auch Anfragen von, sag ich mal, Flüchtlingslagern, wo es einfach darum geht, auch die Leute dort zu versorgen. Also da geht es dann nicht um irgendwelche Jobs zu schaffen, sondern wirklich die Grundversorgung zu gewährleisten. Und das heißt für dich persönlich, früher oder später begleitest du eine solche Lieferung wahrscheinlich und Genau. Also einmal natürlich, um auch zu gucken, ob die Ideen, die man immer auf dem Papier hat oder das, was man in Deutschland testet, ob das auch so funktioniert, ob auch natürlich die Produkte ankommen, die man sich ausgedacht hat, weil wir wollen gucken, dass wir auch den Weizen reduzieren. Man sieht ja jetzt auch mit dem Konflikt in der Ukraine, dass das Problem der Weizenversorgung die ganze Welt betrifft. Und wir sind jetzt dabei zu schauen, dass wir den Weizen in den Rezepten reduzieren und den ersetzen durch Reis, Hirse, Mais, Maniok, weil das einfach lokal vorhanden ist. Die haben natürlich wieder andere Backeigenschaften, bringen auch einen anderen Geschmack mit. Und da geht es halt dann natürlich viel testen. Ja, ist es schmackhaft? Wie sieht es aus? Und das ist das Spannende. Und da geht es natürlich dann auch auf jeden Fall mal in den Senegal oder auch, keine Ahnung, mal nach Südamerika, weil die dann vielleicht wiederum andere Rohstoffe zur Verfügung haben. Daniel, erstmal vielen Dank bis hierher. Habe jetzt noch so ein paar, ja, persönliche Fragen. Beispielsweise die erste: Was war denn deine beste Entscheidung bisher? Meinst du jetzt so aufs Backen Ja, gesprochen? Auf du darfst sie auslegen, wie du willst. Beruflich, generell in deinem Leben. beruflich war es auf jeden Fall jetzt der Schritt auch in die Selbstständigkeit. Ich habe lange damit gehadert, weil man natürlich auch immer so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken hat, jetzt auch, wo der Sohn da ist. Aber ich hatte immer, egal wo ich war, immer irgendwie Ideen, wie man es vielleicht anders machen kann. Also in meiner Sicht natürlich auch immer irgendwie den Anspruch, es besser zu machen. Und da hadert man natürlich dann auch oft mit dem Arbeitgeber. Und da muss ich sagen, das war einfach der richtige Schritt. Und jetzt heißt es halt natürlich auch entsprechend durchzuhalten. Also ich bin jetzt seit April letzten Jahres Vollzeit in der Selbstständigkeit. Davor hatte ich es jetzt parallel gemacht. Muss man schauen, wie sich's entwickelt. Zurzeit sieht's gut aus. Also daher, dass im Moment dieser Schritt ins Handwerk war die richtige. Aber ich möchte auch sagen, es war ein harter Weg. Also Wochenenden arbeiten, nachts arbeiten, natürlich auch finanzielle Einschnitte. Aber so wie es sich jetzt nach über 10 Jahren entwickelt hat, war es die richtige Entscheidung. Was ist denn jetzt so dein größter Wunsch? Wo soll die Reise hingehen? Du arbeitest ja an einer Vision, an einer wirklich guten Sache. Wie soll es sich entwickeln? Was wär dein Wunsch? Wie soll ich es entwickeln? Also natürlich, sage ich mal, Solar Bakery ist jetzt für meine Unternehmensberatung mit der größte Kunde. Und da stecke ich natürlich auch das meiste Herzblut rein, weil ich halt einfach da das Potenzial sehe. Und das wäre natürlich schön, wenn das einfach alles funktioniert. Also diese ganzen Zahlenspiele mit Sonneneinstrahlung und Kilowatt und Batteriespeicher und die Produkte, die man sich ausgedacht hat, dass das alles schmeckt, dass das auch den Leuten vor Ort schmeckt. Also ja, wie sagt immer, hat ein Kollege gesagt, da lacht das Bäckerherz. Und das wäre halt einfach. Also das und natürlich auch so, dass es mit der eigenen Firma vorwärts geht. Und Langzeitziel ist, muss ich sagen, ist wirklich auch mal eine eigene Backstube zu haben.
da sehe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob sich das jemals erfüllt, weil das ist natürlich, was zum Teil die Auflagen angeht, die Miete für Pacht, jetzt aktuell mit Energie, ja, da muss man mal schauen. Aber auch da bin ich dran und bin guter Dinge. Egal wo auf der Welt, die eigene Backstube oder in Deutschland. Wahrscheinlich schon hier. Nee, mein Sohn ist jetzt 3 Jahre, also jetzt im Moment irgendwie einen großen Schritt wagen. Das wäre dann, glaube ich, auch für meine Frau ein bisschen zu viel. Hast du irgendein Vorbild? Vorbild. Also ich muss sagen, der Sebastian Deuvel von Brotpuristen ist schon ein Vorbild, weil er hat gesagt zu mir immer, bleib an deinen Träumen dran, bleib dir treu. Und ihm hat, sag ich mal, der Erfolg recht gegeben. Ansonsten muss ich sagen, die Bäckerwelt ist so vielfältig, also auch im Ausland, man sieht so tolle Konzepte, ob es allein auch schon an der Einrichtung der Backstube geht, was für Produkte hergestellt werden, Öffnungszeiten. Am Ende muss man gucken, was für einen selber passt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil immer mein Lehrmeister gesagt hat, man muss gucken, dass man nicht dann zu viel im Büro hängt. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, wenn man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, am Tisch zu stehen, weil einfach, sag ich mal, der ganze Papierkram einen, ja, die Möglichkeit verbaut. Aber wie Aber ich gehört habe, ansonsten, ich stehst du habe. immer wieder am Tisch. Auch wenn du zum Beispiel Handwerker ohne Grenzen bist, zeigst du es ja richtig, wie es funktioniert, oder? Ja, aber es ist natürlich dann, wenn wirklich sich das mal in Erfüllung geht mit der eigenen Backstube, muss man halt schauen. Aber ansonsten, klar, also im Moment bin ich sehr zufrieden, aber eine eigene Backstube ist schon noch ein Traum. Was ist für dich Glück? Zufrieden zu sein, mit sich zufrieden zu sein, soweit es geht. Also ich glaube, keiner kann richtig glücklich sein und richtig zufrieden mit sich sein, aber ich glaube, das ist was, wenn man zufrieden mit sich ist, kann man, glaube ich, auch schön glücklich sein. Daniel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf deinem persönlichen Lebensweg von der Ich habe zu Bank danken. hin ins Handwerk. Bäckermeister, Konditormeister, internationaler Meister, Handwerker ohne Grenzen, jetzt engagiert in der Solarbakery und selbstständig. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut und halt uns auf dem Laufenden, wie ihr vorankommt mit euren Plänen und Zielen und der Verwirklichung deiner Träume. Danke dir. Vielen Dank, Peter.